But if you close your eyes. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved. So, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier oben so ein bisschen zu planieren und haben unsere nette Schippe gebaut hier, die uns seitdem jetzt beehrt. Wie ihr sehen könnt, wie sie sehen sie nichts. Warum sie nichts sehen, sehen sie trotzdem nicht. Nein, Quatsch. Also, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde hier einfach eine Glasfront hinsetzen. Werde die Bude gleich. Oh, ich habe gerade eine echt coole Idee, was das Bauen angeht hier. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas bei Minecraft baut und ihr auf einmal mitten beim Bauen auf einmal so eine kreative Phase habt, wo einfach noch mehr kommt, was ihr bauen wollt? Und ihr genau wisst, wie es sein soll. An dem Punkt bin ich gerade. Deswegen mache ich hier oben auch so ein bisschen mehr weg. Also nicht mehr vom Meer, sondern hier mehr von den Bäumchen mache ich weg. Damit ich dann da gleich voll durchstarten kann. Mit dem Projekt. Mal gucken, ob wir heute jetzt in der Folge schon mal den Umriss schaffen. Das wäre ganz cool. Jo, da kommen wir ran. Das wäre nämlich richtig, richtig cool, weil dann, ja, naja, der kann ja bleiben. So, die Mauer ziehen wir jetzt mal hoch. Hier müssen wir vielleicht wegnehmen. So, und hier müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Und hier oben geht's weit. Ah, jetzt habe ich keine Steinchen mehr. Na, sehr doof, da wirklich. Ist da auch Glas, ist da auch schon gleich drin. Das ist natürlich perfekt. So, wir machen erstmal jetzt hier unser Inventar leer, weil das ist mir gerade ein bisschen zu voll mit Sachen, die ich nicht brauche. Tigerholz braucht kein Schwein, Gummiholz brauche ich noch nicht. Seeds kommen jetzt auch einfach mal im Müll. Kautschuk auch. So, hier machen wir mal eine Doppeltür hin. Das hier, danke schön. So, für die Tür wäre dann schon mal gesorgt. Oh, verdammt. Mach das mal weg hier. Hier wollte ich jetzt so eine Art Glasscheibe, Glaswand, Glasscheibe, wie auch immer wir das nennen wollen, hinsetzen. Und seitlich 4. Das müssten jetzt 4 sein. 4er, ja. Ich glaube, einen gehen wir noch höher. So, jetzt sind wir ein höher gegangen und jetzt würden wir das hier zuziehen. So. Ja, passt doch. Dann haben wir hier 3 hoch, 2. Dann gehen wir leicht schräg mit dem Dach nach oben. Finde ich super. Kann man so machen. Mal nur gucken, dass wir später das hier ein bisschen schöner machen. Den Boden mal hier weg, weil hier kommt jetzt gleich eine Treppe hin. Ich weiß noch gar nicht, wie weit ich den Kack nach hinten ziehen möchte. So. Müsste ich mir gleich mal angucken, wie weit das nach hinten gehen soll. Wenn ich das hier noch alles wegnehme,
würde sagen, bis hierhin gehen wir auf jeden Fall. Wie viel ist denn bitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, perfekt. Dann machen wir hier wieder als 10. die Wand hin. Und würde ich spontan behaupten. So. Tipp, 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 tipp. So, und zack, da und da noch. Dann gehen wir. Ach, du kannst nur nachts schlafen. Alter, wie dunkel soll es denn noch sein? Willst du mich verarschen? Hier ist auch ganz schön dunkel. Machen wir eine super krasse Lampe an. Hey. Hier mein Angeberlicht. Hey. So. Hier kommen auf jeden Fall die Dinger hin. Ich muss gerade nur ein bisschen überlegen, weil meine Idee, die ich in meinem Kopf hatte, war gut. Die ist, glaube ich, immer noch gut. Nur die Umsetzung ist gerade. Wir sind jetzt ein höher, also gehen wir zwei höher. Ein höher, perfekt. Zwei höher. Ah, das war jetzt doof, aber gut. So, Zweier. Ja gut, hier hinter kommt ja noch was hin. Trotzdem können wir das ja schon mal mit Glas ausbauen. So, sehr cool. Und wie versprochen, der Grundriss steht schon mal. Von unserem schönen kleinen Heim. Jetzt müssen wir nur mal gucken. 4 Treppen. Reichen 4 Treppen? Ne, wir brauchen 6er. 3, 4. Der ganze Boden hier muss raus. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie das gleich aussehen mag. Also der Spaten ist super. Ich finde den echt nicht schlecht. Überleg gerade, also mit dem anderen wäre es wesentlich fuck, schneller gegangen. Das ist ja auch verständlich. Ich würde oben sogar lustigerweise wirklich hier dieses Eichenholz benutzen. Erstens haben wir davon genug und ich muss nicht Unmengen von dem Kack abbauen gehen. Da habt ihr keinen Bock drauf und hauptsächlich habe ich da keinen Bock drauf. Absolut nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach hier das alles mit Eichenholz versehen. Vorausgesetzt mein Eichenvorrat Holz, wie auch immer, reicht. Ich habe 20 zu wenig. Oh, doch nicht. Doch nur 5. Ja, toll. Einer macht 4. Kriegt die Krise. Ich schon wieder so ungerade Zahlen oder Reste in meinem Bestand. Oh nee, 6 waren es. Zum Kotzen. So. Oh. Das darf aber nicht sein. Das ist ein Schönheitsfehler. Den ich nicht toleriere. So, perfekt. So,
Mir aber auch gerade die Frage, wie sieht das wohl aus, wenn ich den und den wegnehme und dafür die beiden hinsetze. Ja, das sieht eleganter aus. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt Stöckchens. 4, daraus machen wir wieder Stöckchens. Und daraus machen wir Geländer. Kann man die Geländer eigentlich schisseln? Leider nicht. Oh, das wäre jetzt zu schön gewesen. Aber gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, hier machen wir sogar nach oben welche. Ben, 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 ey. Finde ich cool. Ich glaube, ich werde den hier austauschen. Damit es ein bisschen lebendiger aussieht. Lebendiger. Ja, finde ich super. Jupp, kann man so machen. Finde ich echt cool. So, jetzt kommen wir mal einfach noch was gucken. Ah, nice. Nice, 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 nice. Glas. Glas, randlos. So, sorry, ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen, weil meine Freundin geklingelt hat und ich sie nicht gehört habe. Blöd, gelaufen. Ja. Ich wollte. Ich muss gerade überlegen, was ich wollte eigentlich. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich ein bisschen aufs Konzept gekommen. Das ist ganz, ganz grausam. Aber gut. Wir machen mal hier das gleiche wie auf der anderen Seite, damit es so ein bisschen symmetrischer aussieht. Und natürlich habe ich mir alles wieder zugebaut. So. 5 Glas. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir bis hier und dann müssen wir das Dach so ein bisschen abschrägen. Aber es wird schon wieder Zeit zum Schlafen. Nehmen wir gerade noch den Boden hier raus. Weiß auch noch nicht genau, was wir hier hin machen. Aber ich würde spontan sagen, gucken wir einfach mal. Und schlafen. So. Wir werden die Tür auch später automatisieren, damit ich den ganzen Kack nicht mehr habe. Unten machen wir mal helles Holz hin. Oh, das kann man ja auch noch mal mit dem Meißel bearbeiten. Birkenholz, Birkenholz. Platten. Überleg grad. Wir nehmen die hier. Jupp, die nehmen wir. So. Machen wir den Boden noch fertig und dann war es das auch schon für heute. Ich glaube, meine Freundin lacht mich drüben gerade aus, wenn sie das so hört. Sie lauscht so. Oh, verdammt. Zack. Schüssel rein damit und die hier. Ich glaube, das würde nicht reichen. Nope, kein Stück. Ach, verdammte Schönheit. Hier ist noch ein Birkenbaum. Und mit 5er. Jetzt nochmal hier rein. Meißel.
Minecraft Gesetz. Ein einziger fehlt noch. So. So, ich würde spontan sagen, dann haben wir schon mal den Anfang unserer Sommerresidenz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, irgendwie Abo. Schlechte Kommentare sind auch Kommentare. Bis dahin.